Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Season 4 Herausforderungen wie Butter lösen könnt. Und zwar müsst ihr 50 Feinde mit ihrer Elementarschwäche töten. Wenn ihr die Mission schon angefangen habt oder versucht habt, dann habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass es hier mit diesen Modifikationen nicht funktioniert. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das am schnellsten hinbekommt, Leute. Geht dafür auf die Maschine, aktiviert am besten Strom und Packer Punch. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, lasst ein Zombie am Leben. Und wenn ihr diesen einen Zombie am Leben gelassen habt, dann aktiviert das Coffin Dance Easter Egg. Und wenn ihr das dann aktiviert, dann springt ihr eine Runde weiter. Also ich bin jetzt gerade in Runde 7. Ich töte zwar den Zombie, aber würde ich ihn nicht töten, würden wir trotzdem in Runde 8 springen. Ich habe das jetzt nur gemacht wegen dem Geld, damit ich das auch noch bekomme. So, wenn ihr dann wartet, bis das Coffin Easter Egg vorbei ist, dann kommt meistens danach immer die Hunderunde. In dieser Runde, Leute, tötet ihr gar keinen Hund und ihr geht jetzt weiter, um den Ethoskop zu bauen bzw. die Teile aufzusammeln. So, Leute, dann sammelt alle drei Teile ein. Und wenn ihr die eingesammelt habt, dann spawnt immer Hunde. Tötet diese Hunde nicht, Leute. Sammelt erst alle drei Teile ein. Ihr könnt euch auch schneller laufen mitnehmen, weil die Hunde sind auch ein bisschen schnell, sonst ist das ein bisschen nervig. Wenn ihr dann alle drei Teile habt, Leute, dann werdet ihr wieder zurückteleportiert in die normale Welt vom Dunkeläther raus. Als nächstes, Leute, braucht ihr Molotow-Cocktails. Die kriegt ihr von der Werkbank oder von irgendwelchen Zombies, die euch die droppen. Nehmt nun alle Hunde, die ihr habt. Ihr habt jetzt die vom Ethoskop und die von der Hunderunde. Traint die. Und wenn ihr die getrained habt, dann werft einen Molotow auf den Boden, Leute. Und dadurch bekommen die Hunde den Elementarschaden, den Feuerschaden, wogegen die schwach sind. Und ja, das ist der schnellste Weg, um die Visitenkarte freizuspielen. Wiederholt das Ganze einfach wieder. Wie ihr seht, geht das auch ganz schnell. Ich bin in Runde 8 und habe schon 25 Stück getötet. So könnt ihr also 25 Hunde pro Game dann töten, Leute. Und das heißt, 100 brauchen wir insgesamt. Also in 4 Runden habt ihr das dann fertig. Ihr könnt natürlich auch bei Ausbruch machen. Dort nehmt ihr dann natürlich auch Molotow für die Hunde. Und ihr könnt hier den Frostschuss mitnehmen für die Feuerhunde. Das ist halt gegen die Feuerhunde gut. Aber ich würde euch empfehlen, macht das so wie ich. Da habt ihr das in 4 Runden fertig und es geht sehr einfach. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir bist, kannst du das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.